Hallo, willkommen zu Evangelical Endtime Machine. Mein Name ist Bettina. Ich bin eine von den Arbeitern der letzten Tage. Seien Sie gegrüßt im Namen von Jesus Christus, Yeshua HaMashiach. Heute bringe ich Ihnen eine persönliche Botschaft mit einem Gebet, in dem Sie Jesus Christus Ihr Leben geben können. Kein Mensch weiß, wie lange er auf dieser Erde zu leben hat. Viele Menschen wollen nur im Hier und Jetzt das Leben genießen. Aber unsere Zeit auf Erden kann immer schnell zu Ende sein. Es ist daher wichtig, dass man sich damit befasst. Woher komme ich? Und wohin gehe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Römer 3, Vers 23 und 24. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Der Gott, der uns geschaffen hat, liebt uns mit großer Liebe und weiß, dass wir Sünder sind und hat vor unserer Geburt Vorsorge für uns getroffen. Deswegen ist Gottes Sohn, Jesus Christus, am Kreuz gestorben, um unsere Sünden zu tragen. Durch ihn, durch sein Sühneopfer, werden wir vor Gott, dem Vater, gerechtfertigt. Römer 3, Vers 25. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Soweit. Wer an Jesus Christus glaubt und sein Opfer im Glauben akzeptiert und sagt: Jesus Christus, danke, dass du auch für mich gestorben bist, der ist vor Gott gerechtfertigt. Johannes 3, Vers 16 bis 18. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies ist zunächst alles, was man wissen muss, um eine Beziehung mit Jesus Christus einzugehen, die sich noch ganz tief entwickeln lässt und in der es noch viel mehr zu erleben gibt. Beten Sie mir jetzt dieses Gebet nach. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Ich komme zu dir mit all meinen Schwächen und Fehlern. Ich weiß, dass du mich liebst. Deshalb möchte ich es jetzt festmachen. Ich habe deinen Ruf gehört und treffe jetzt die Entscheidung. Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. Ich brauche dich. Mach mich rein mit deinem Blut. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und nehme dich als meinen Erlöser an. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben bist.
und mit deinem Blut für mich bezahlt hast. Ich bitte dich, übernimm du die Herrschaft über mein Leben. Ich glaube es und danke dir. Danke, dass du mich errettet hast. Danke, dass mein Name in deinem Buch geschrieben ist. Ich glaube es, ich empfange es. Ich werde dir mit meinem ganzen Herzen dienen. Amen. Herr Jesus Christus, bitte segne einen jeden, der dieses Gebet im Glauben mitgebetet hat. Und lass ihn wachsen. Halte ihn fest und nimm ihn mit, wenn du wiederkommst. Amen. Amen. Shalom.
Jesus.